Stadt, in der wir leben. Tag 2 in der hanseatischen Metropole. Eine aufwühlende Nacht liegt hinter Nicole. Ihr Verhalten beim gestrigen Testessen hat sie zum Nachdenken angeregt. Ich habe wirklich die ganze Nacht, wo ich dann halt auch noch alleine war, ziemlich viel gegrübelt. Und mir war im Endeffekt halt nicht bewusst, so, dass es eigentlich schon so 11:55 ist. So. Und ich habe mir das im Endeffekt auch immer ein bisschen schön geredet. Und ich merke, dass jetzt so dieses ganze Gerüst, was ich mir so um mich herum gebaut habe, im Endeffekt zusammengeknallt ist. Zeit für einen Neuanfang. Aber erstmal muss die Vergangenheit besprochen werden. So, zweiter Tag, Auswertung dabei. Ich sag mal, in Hamburg sagt man, Butter bei den Fische. Ja, so sieht's aus. Moin. 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 Na? Na? Hi. Hi. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal bei A an und das ist das gestrige Testessen. Mhm. Jetzt geht's los. Oh, mir pocht das Herz. Ich gehe vom Schlimmsten aus. Ja. Gut. Ada schreibt geschmacklich lecker. Rand war schön knusprig und der Boden dünn. Ambiente lädt nicht zum Verweilen ein, aber 4 Sterne. Oh. 2 Sterne von Dennis, weil die telefonische Bestellung mit 4-mal Anrufbeantworter ihm völlig auf den Zeiger ging. Und er würde auch nie mehr wiederkommen, weil das ist eine Visitenkarte, die geht gar nicht. Das kann ich auch verstehen. Und Alina sagt, nach 1,5 Stunden war mir die Lust an Pizza vergangen und hat ihr auch nur 2 Sterne gegeben. Katja schreibt, kleiner netter Laden. Wir mussten aber sehr lange warten. 3 Sterne. Von den Testessern hast du wie viele Sterne bekommen? Zwischen 2 und 4 Sternen. 2,5, 3. Ja, ich würde auch auf 3 tippen. Ja. Da sind sie. 3 Sterne. Ja. Mhm. Da gibt es noch was zu arbeiten, ne? Gestern habe ich einfach gemerkt, ich bin gar nicht fähig. Ich bin überhaupt nicht fähig, irgendwie 15 Leute in einer Mittagszeit zu bedienen. Weißt du was? Das ist so schrecklich. Das stimmt. Ja. Jetzt erzähle ich dir mal was. Ich habe in den letzten 5 Jahren, kann ich mich nicht erinnern, so eine gute Pizza gegessen. Wow. Wie gestern. Und das aus deinem Mund. Ja, da bin ich jetzt auch richtig baff. Da ist von mir alles abgefallen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Und das hat mir halt wirklich einen Stein von der Brust genommen. Hätte mir die Pizza gestern nicht geschmeckt, hätte das Team schon zusammengepackt und wir wären schon bei einem anderen Lokal und würden da jetzt helfen. Es gibt 2, 3 Sachen, ne? Boah, da kannst du mich so anspitzen, ne? Und das sind die, wenn man diesen Job nicht ernst nimmt. Wenn man denkt, das ist ein Pille-Palle-Job. Den mache ich mal eben. Ich nehme das wirklich sehr ernst. Nein, machst du nicht. Ja. Machst du nicht. Das ist eine Floskel. Also ich denke du auch nimmst dir gar nichts ernst. Wer 38.000 Euro vom Bruder verjubelt, ne, und so argumentiert wie gestern, der nimmt gar nichts ernst. Kein Mensch, der hier seine Miete, seine Kinder, seinen Unterhalt und sein Leben finanzieren müsste, würde nicht ans Telefon gehen und sagen, das ist mir jetzt egal, ich rufe in einer halben Stunde nochmal an. Dir gefällt, dass du dich in ihn hineinfallen lassen kannst, weil er dich beschützt. War immer schon. Das verkrüppelt dich aber. Das hast du richtig erkannt. Das war gestern mein eigener Spiegel. Ich hab mich so erschrocken. Mein Bruder und ich, wir haben ja im Endeffekt immer eine Hand wäscht die andere. Aber im Endeffekt habe ich das jetzt schon seit Jahren so überspannt. Und das war mir gar nicht so bewusst. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ja, auf jeden Fall war ich ein Sicherheitsnetz für Sie. Na, bei einer Bank läuft das so, wenn du da deinen Kredit nicht zurückzahlst, dann kommt der Gerichtsvollzieher, räumt dir die Bude aus. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ne? Ich habe nicht gemerkt oder auch verdrängt, wie sehr ihn das eigentlich auch belastet. In einer Situation, wo im Endeffekt
wo jetzt auch mein Bruder in einer Situation ist, wo er kein Geld hat. Also, und ich nicht in der Lage bin, ihm halt monatlich das Geld zurückzuzahlen. Ich habe jetzt ja gerade das Problem, dass mein Betrieb, dass ich gerade eine Betriebspause mache. Ich habe noch ein klein bisschen Reserve, aber das möchte ich nun beim besten Willen nicht mehr ausgeben, weil man nie weiß, wie das Leben spielt. Und das Geld ist nur noch für mich und nicht für Nicole da. Na, und ich kann dir jetzt ab jetzt nicht mehr groß helfen. Das belastet uns doch ganz schön. Also mich auf jeden Fall. Und ich weiß, dass es mein Bruder auch belastet. Tja, naja, es ist aber auch so. Muss du weißt, was, Max? Ich merke gerade, dass sich das echt berührt. Ja, natürlich. Auf der einen Seite übe ich Kritik aus, aber auf der anderen Seite ist es einfach meine Schwester und ich habe sie lieb. Und dass ich ihr vielleicht bald nicht mehr helfen kann, dass, also finanziell helfen kann, das macht mich traurig. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass das vielleicht in die Hose geht. Bisher war es ja immer so, wenn ich hier was sagen wollte, auch wenn ich jetzt nicht der Profi bin, aber wenn ich gesagt habe, putz doch mal hier die Scheiße ab da an den Scheiben, dass sie das jetzt auch mal annimmt, wenn ich sowas sage. Also wir brauchen auf jeden Fall eine klare Arbeitsablauf-Mentalität. Er braucht eine Rückzahlungsvereinbarung, an die sich strengstens gehalten wird, und Equipment und Umbau. Ganz wichtig. Und für genau diesen Job gibt es nur einen Mann. Das ist Flo. Ja, guck mal. Buenos dias, Buenos Aires. Schönen guten Tag. Hi. Das ist unser Objekt. Das ist dein Wohnzimmer? Das ist nicht mein Wohnzimmer. Nicht dein Wohnzimmer. Sieht nicht aus wie eine Pizzeria, sieht nicht aus wie ein Restaurant. Sieht aus wie ein Wohnzimmer von irgendjemandem. Hier soll in Zukunft Pizza gemacht werden. Okay, danke, dass du da bist. Ja, gern. Max, du bleibst mit Flo hier. Du kannst ihm alles zeigen, du kannst ihm auch Orientierung geben. Du kennst dich auch ein bisschen mit den technischen Dingen aus. Ja. Und wir beide haben einen Termin zum Kochcoaching. Wo? Ah. Das wirst du sehen. Alles klar? Okay. Dankeschön. Sehr gern. Ich freue mich. Tschüss. Es ist 11:55 Uhr. Jetzt darf ich lernen. Ich habe da einen richtigen, coolen, respektvollen, also ich respektiere Frank so sehr, Coach an meiner Seite. Egal ob kulinarisch, wirtschaftlich, strukturell. Und das ist jetzt genau das, was ich brauche. Ja? Brutal ehrlich. Ja, wirklich. Aber gut, denn das sind die besten Voraussetzungen, um Veränderungen zu planen. Flo ist da, jetzt wird umgebaut. Ja, und ich werde mit Nicole zu einem Freund fahren und werde coachen. Was? Das werdet ihr sehen.